Ihr habt dieses Jahr einiges beim Effi verändert, unter anderem eine deutlich vergrößerte Jury. Wie hitzig ging es denn dieses Jahr bei der Effi-Jurierung und den Diskussionen zu? Wir haben die Jury in der Tat vergrößert. Wir haben zum ersten Mal uns drei Löwen in die Höhle geholt, nämlich den Stefan Vogel, Alexander Schill und meinen ehemaligen Partner André Kemper, also drei Top-Kreative. Außerdem eine ganz, ganz tolle Bandbreite von Kunden, Forschung, ob Uni oder auch Marktforschungsinstitute, Medien, also wirklich groß und breit aufgestellt. Viele kritische Geister, viele Alpha-Tiere, die sich aber ganz, ganz toll miteinander vernetzt haben, die gut diskutiert haben, vor allen Dingen auch gut zugehört haben, nicht Dinge dreimal wiederholt haben. Es war wirklich ganz, ganz einfach für mich als Juryvorsitzender, diese große Gruppe zu moderieren. Da haben wir wirklich ein gutes Händchen gemeinsam gehabt in der Zusammenstellung. Der GWA Effi soll ja stärker als bisher an das amerikanische Effi-Original angelehnt werden. Stellt sich die Frage, warum ist das nach 36 Jahren notwendig? Denn 36 Jahre lang hatte doch der GWA Effi immer eine sehr gute, eigenständige Positionierung hier in Deutschland. Also es hat gut funktioniert, aber die Welt hat sich internationalisiert, globalisiert. Es gibt mittlerweile internationale, globale Effi-Rankings. Und wenn dort Nationen wie Polen oder Costa Rica doppelt oder viermal so viele Einreichungen haben, gibt es da eine Wettbewerbsverzerrung. Und wir wollen einfach Chancengleichheit für die deutschen Kunden und die deutschen Agenturen herstellen. Und daher haben wir uns dazu entschlossen, auch in den Kategorien noch weiter zu arbeiten. Wir wollen die Effi-Bewegung zu einer Learning-Plattform ausbilden, so wie das in Amerika der Fall ist, dass also junge kreative Planner, Berater und junge Kunden die Chance haben, über diese Cases wirklich was zu lernen. Wir wollen die Online-Jury, die wir in diesem Jahr zum ersten Mal ja separat gemacht haben, auch zu Präsenz-Juries machen. Eine ganze Menge haben wir vor und mit Larissa Pohl habe ich da eine ganz großartige Nachfolgerin, die auch schon viele Jahre uns da begleitet hat bei der Weiterentwicklung. Wir sind alle wild entschlossen, den Effi noch besser zu machen. Horizont und Turi 2 TV.